Du hast schon unzählige Diäten ausprobiert, aber das Ergebnis ist immer das gleiche. Du verlierst Gewicht, aber nicht das unerwünschte Fett? Dann bist du hier genau richtig. Denn heute zeigen wir dir, wie du effektiv Fett verbrennen kannst, ohne dabei an wertvoller Muskelmasse einzubüßen. Also schnall dich an und lass uns loslegen. Nummer 1. Verstehe den Unterschied zwischen Gewichtsverlust und Fettverlust. Wenn du auf die Waage steigst und eine niedrigere Zahl siehst, bedeutet das nicht unbedingt, dass du Fett verloren hast. Oftmals handelt es sich dabei um Wasser oder sogar wertvolle Muskelmasse. Unser Ziel ist es jedoch, das Fett loszuwerden und dabei die Muskeln zu erhalten. Denn Muskeln sind nicht nur für eine straffe Figur wichtig, sondern auch für einen gesunden Stoffwechsel. Also vergiss die Waage und konzentriere dich auf das, was wirklich zählt, deinen Körperfettanteil. Nummer 2. Ernähre dich ausgewogen und proteinreich. Eine ausgewogene Ernährung ist der Schlüssel zum Fettverlust. Dabei solltest du vor allem auf eine ausreichende Proteinversorgung achten. Proteine sind nicht nur wichtig für den Muskelaufbau, sondern auch für den Erhalt der Muskulatur während einer Diät. Außerdem sättigen sie gut und können so Heißhungerattacken verhindern. Also pack deinen Speiseplan voll mit magerem Fleisch, Fisch, Eiern, Hülsenfrüchten und Milchprodukten. Nummer 3. Integriere Krafttraining in deinen Alltag. Krafttraining ist ein absolutes Muss, wenn du Fett verlieren und dabei deine Muskulatur erhalten möchtest. Durch das Training baust du nicht nur Muskeln auf, sondern erhöhst auch deinen Grundumsatz. Das bedeutet, du verbrennst mehr Kalorien, sogar im Ruhezustand. Also ab ins Fitnessstudio und ran an die Gewichte. Nummer 4. Achte auf deinen Kalorienverbrauch. Um Fett zu verlieren, musst du weniger Kalorien zu dir nehmen, als du verbrauchst. Das bedeutet aber nicht, dass du hungern sollst. Es geht vielmehr darum, eine ausgewogene Ernährung zu finden, die dich satt und zufrieden hält, ohne dabei deinen Kalorienbedarf zu überschreiten. Apps zur Kalorienzählung können dabei eine große Hilfe sein. Nummer 5. Bleib geduldig und konsequent. Fettverlust ist ein langfristiger Prozess und erfordert Geduld und Konsequenz. Es wird Tage geben, an denen du keine Fortschritte siehst oder sogar Rückschritte machst. Aber lass dich davon nicht entmutigen. Bleib dran, halte dich an deinen Plan und du wirst dein Ziel erreichen. Was denkst du über diese Tipps? Hast du weitere Ratschläge, wie man effektiv Fett verlieren kann? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keine unserer zukünftigen Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund!